Ja, wenn man vor der Entscheidung steht, was man für einen Beruf wählen möchte, sollte man sich natürlich darüber im Klaren sein, was für einen selbst wichtig ist. Und für mich ist das höchste Gut, was wir haben, die Gesundheit. Und wenn man Spaß am Menschen hat, an der Arbeit am Menschen, gesundheitsorientiert ist, dann ist man auf jeden Fall hier richtig. Und zwar war das so bei mir, dass ich einen Fußballunfall hatte und dort hat mich dann ein jetziger Dozent sozusagen therapiert. Und das war so interessant in den Gesprächen dann auch. Es wurde mir dann direkt klar, dass es eigentlich passt und ich den Beruf sozusagen erlernen möchte. Ich finde die Schule super, da es bei uns so ist, dass viel praktisch gemacht wird. Wer sich für einen Pflegeberuf entscheidet, entscheidet sich für einen Beruf, der sehr, sehr abwechslungsreich ist und auch lebenslange Weiterbildungs-, Fortbildungsmöglichkeiten bietet. Der Job ist generell besonders, weil du halt sehr nah am Patienten arbeitest. Also ich interessiere mich sehr so für soziale Berufe und das hast du in der Krankenpflege halt sehr extrem. Du bist am Patienten, egal ob jetzt jung oder alt. Einfach dieses Zwischenmenschliche, was ich in anderen Berufen jetzt nicht sehe, ist das Besondere.